Improvisationstheater ist, dass die Schauspieler auf der Bühne keinen Text auswendig gelernt haben, sondern Ideen aus dem Publikum abfragen, aufgreifen und daraus dann Geschichten und Szenen entwickeln. Es können auch improvisierte Songs vorkommen. Wir improvisieren Gedichte, Liebesbriefe, was uns halt spontan einfällt. Als meines Kindes wirst du mir willfahren. Ich will's so haben, dass du sollst morgen schon zur Mittagsstund Prinz Reinhold küssen auf den Mund. Es ist hier eine Open-Air-Bühne, es ist gerade richtig prächtiges Wetter in Mölln. Und was Paternoster mitgebracht hat, ist auf jeden Fall viel Spielspaß. Peter, das Spiel ist aus. Nein, nicht mein Sohn. Er hat doch nur 3 Weihnachtsmänner umgebracht in Mölln. Es gibt doch noch so viele. Im Grunde kann man sich nur vorbereiten, indem man vertraut loslässt. Das ist ein bisschen wie beim Fallschirmspringen. Einfach abspringt und darauf vertraut, dass der Fallschirm auch aufgeht. Und falls nicht, dann fangen einen hoffentlich die Kollegen auf. Kommt bitte nach vorne und schreibt einen Satz auf einen solchen Zettel. Der Garten gehört einer bösen Zauberin. Es ist verboten, hier zu sein. Deswegen hat sie Warnschilder aufgestellt. Mein Opa hat ein Holzbein. Improvisationstheater ist im Moment sein. Spontanität. Spielspaß. Und Lebenslust. Everybody get up.